An dieser Stelle ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und ich begrüße natürlich auch Cheftrainer René Weiler auf dem Podium zur Spieltagspressekonferenz vor unserem morgigen Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Anpfiff ist um 18.30 Uhr und der Schiedsrichter der Partie ist Frank Willenborg. Der Club erwartet bis zu 30.000 Zuschauer und davon 700 aus Heidenheim. René, an dich wie immer die Bitte um die personelle Einschätzung vor dem Spiel. Gut, hallo miteinander. Also Alessandro Schöpf ist gesperrt, das weiß man. Manuel Bier, der auch hauptsächlich im Nachwuchs unterwegs ist, ist verletzt. Und der Rest ist gesund und dabei. Danke dir. Fragen an den Trainer. Oh, keine. Das ist kein schlechtes Zeichen. Florian Weber, BR-Hörfunk. Erstmal der Klassiker als Frage. Das Hinspiel war ja nicht so erfolgreich dort. Was erwarten Sie jetzt für ein Spiel gegen Heidenheim? Ja, ich erwarte ein anderes Spiel als im Hinspiel und dass wir sicher eine Reaktion zeigen. Es ist ja eine Art Revanche auch für uns. Die haben uns ja nichts geschenkt im Hinspiel, aber grundsätzlich erwarte ich sowieso, dass wir zu Hause alles unternehmen, dass wir das Spiel gewinnen können und die drei Punkte hier belassen. Uli Dickmeier, Nürnberger Zeitung. Nur mal noch eine Nachfrage. Alle sind fit, das heißt doch Benjamin Lapper stünde wieder zur Verfügung, der gegen Karlsruhe raus musste. Der steht zur Verfügung, da gestern voll trainiert und heute auch. Andi Lindner fürs CEF. Heimspiel Doppelpack, wie weit beeinflusst das die Vorbereitung? Das beeinflusst die Vorbereitung überhaupt nicht. Also wir bereiten uns ja immer wieder gleich auf die Spiele vor und man versucht ja immer, das Bestmögliche auf das Spielfeld zu bringen, um die Spiele dann auch gewinnen zu können. Harald Kaiser, Kicker. Weil der Timo Gebhardt jetzt gar nicht mehr erwähnt wird, spielt er überhaupt noch eine Rolle in dieser Saison? Kann er noch eine Rolle spielen? Ja, das kann und möchte ich eigentlich jetzt nicht beantworten. Also unser Fokus liegt jetzt auf morgen, auf dem Spiel morgen. Ich habe vorher erwähnt, dass Mlapa trainiert und dabei ist. Gebhardt ist noch nicht im Mannschaftstraining dabei und demzufolge ist das auch kein Thema bei uns. Markus Wolf. René, was sage ich meinen Verwandten, die aus Heidenheim kommen, die morgen bei mir in der Loge sind, wenn sie die drei Punkte in Nürnberg lassen müssen? Also was Sie ganz sicher den Heidenheimer sagen können, ist, dass die eine tolle Arbeit verrichten. Der Werdegang von Heidenheim, von der Regionalliga über die dritte Liga oder Oberliga sogar, Regionalliga, dritte Liga und jetzt Zweitliga, die ganze Zeit eigentlich mit den gleichen Leuten. Das Beispiel Trainer, das Beispiel Schnatterer, das ist ja unglaublich in der heutigen Zeit im Fußball. Also denen kann man zuerst mal sagen, dass die das richtig toll machen und dass das eine Bereicherung ist für den Fußball, gerade in der heutigen Zeit. Und bezüglich dem Resultat kann ich leider wie immer im Voraus nichts sagen, weil ich auch noch nicht weiß, ob wir wirklich die drei Punkte holen. Aber wir werden alles dafür unternehmen. Uli Dickmeier. Wie war denn die Reaktion der Mannschaft in der Woche? Eher Enttäuschung, dass es in Anführungszeichen nur zum Unentschieden gereicht hat oder doch Zufriedenheit über ein gutes Spiel? Wir Fußballer und wir Trainer, wir lernen ja eines im Schnellzugstempo. Wir lernen mit Niederlagen und Siegen umzugehen. Und die Enttäuschung, die war sicher einen kurzen Moment da, dann war aber auch wieder die Zufriedenheit da, dass man eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert hat, dass man sich auf einem guten Weg befindet. Und es gehört halt einfach dazu, dass man Spiele auch mal gewinnt oder verliert. Und demzufolge ist das eigentlich bis und mit Montag ein kurzes Thema gewesen. Aber danach ist wie immer der nächste Gegner und das nächste Spiel im Fokus. Florian Weber. Niklas Stark hat zu uns gesagt, Sie haben ihn so ein bisschen angestichelt. Er hat selbst das Gefühl, Sie haben ihn so ein bisschen wachrütteln müssen in der Phase, als Sie ihn nicht von Anfang an gebracht haben. Wie bewerten Sie jetzt so seine Entwicklung in den letzten Wochen? Ist immer spannend, was die Spieler sagen. Also, der macht eine gute Entwicklung durch.
ich hoffe, dass man die Spieler nicht immer anstacheln muss oder provozieren muss, dass die Spieler von sich aus den Weg gehen, den sie gehen müssen. Und der Niklas Stark, der macht Fortschritte, das ist das, was ich messen muss. Wenn das erkennbar ist, nicht nur für mich, für ihn, für uns alle, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Also ich bin Stand heute mit seinen Leistungen zufrieden. Gibt immer noch Dinge, die er noch besser machen muss, aber das ist ja auch wichtig, dann geht die Arbeit nie aus. Weitere Fragen? Ich sehe kein Handzeichen, dann sind wir am Ende der Spieltagspressekonferenz. Noch kurz zum Ablauf. Wir bitten jetzt die Protagonisten wieder zurück aufs Podium, um ein Foto zu machen. Und wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen noch ein bisschen mit uns zu verweilen. Wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Dankeschön.